Erstmals mit dem französischen Weltmeister Juri Djorkaeff begann der 1. FC Kaiserslautern bei Hansa Rostock. In Führung jedoch gingen die Gastgeber. Nach diesem angeblichen Foul von Reinke an Agali gab es Elfmeter in Minute 5. Timo Lange, die frühe Hansa-Führung, die Kaiserslautern Sforza mit diesem Eigentor nach 28 Minuten unfreiwillig ausbaute. Otto Rehhagel geriet ins Rotieren, denn dieses war der Auftakt zu einem Torfestival. 4 Treffer in 4 Minuten. Die Lauterer Freude über Marschalls Anschlusstreffer zum 1:2 währte nur Sekunden. Nach diesem kapitalen Schnitzer von Komljenovic war Viktor Agali frei durch. 3:1 für Rostock. 20.000 Zuschauer begeistert, obwohl es nochmal spannend wurde nach dem ersten Bundesligatreffer von Juri Djorkaeff. Sein Jubel ebenfalls nur von kurzer Dauer, denn Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erzielte Arvidsson den 4:2 Endstand. Eine Niederlage, an der Otto Rehhagel heftigst zu knabbern hatte.